Der hat ja eine sensationelle Trainerkarriere hingelegt, hat jetzt auch nochmal die Möglichkeit auf dem Pokal. Und ich denke, das wird er sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Ich glaube, dass er auf jeden Fall fürs Ausland sehr interessant ist. Er war auch schon mit Dortmund, hat das in die Champions League geschafft. Er weiß, wie man eine Mannschaft formt. Das hat er gezeigt. Er hat das Double geholt. Er ist zweimal deutscher Meister geworden. Wie gesagt, ich denke, dass im Ausland auch genug Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Und wenn er die Möglichkeit hat, wird er das auch in Angriff nehmen. Also die Qualitäten dazu hat er auf alle Fälle. Fakt ist, dass er zu jedem Top-Club wechseln kann, weil er die Qualität hat, immer eine Mannschaft zu formen, die auch erfolgreich ist. Und ob das dann in England, in Spanien oder sonst wo ist, wie gesagt, so ein Trainer, es ist, wenn man die Möglichkeit hat, so jemanden zu verpflichten, der dann in Dortmund überraschend mit dieser Mannschaft, der auch deutscher Meister geworden ist, da hat uns niemand auf dem Zettel. Ich denke, dass er in jedem Land eine Top-Mannschaft trainieren kann.